Hi Leute, herzlich willkommen zurück zum Landwirtschaftssimulator 2015 auf der Ackendorf mit dem Randy, Pixel und Freezy. Hallo. Hallo. Moin. Hallo. Willst du sich das Lenkrad runterklappen? Runterklappen? Ja. Der Lenkrad ist nicht runtergeklappt. Oh, ey, was habt ihr alle in meinem Traktor verloren? Verpisst euch, ey. Ohne Scheiß, Alter. Kannst du gar nicht sehen, wie schnell du bist. Wir haben gerade alle nichts zu tun. Wir müssen vorspulen. Wir warten jetzt noch, bis du rauskommst. Ihr habt nichts zu tun, es gibt Felder zu ernten, ihr Bobos. Nein. Ach, aber Leute, nein, wir müssen nicht spulen. Ein Feld ist noch anzusäen. Die 41 gehört uns nicht, ist aber erntereif. Mit Raps, kann geerntet aber werden. Leute, die 37 ist fertig. Die 20 gehört uns, die muss besät werden. Die 21. Was zur Hölle ist denn die? Die habe ich gerade geerntet. Das ist 0,3 Hektar Feld oder was? Ja. Wo sind die 21? Unter der 2 bei Mast unten rechts. Ach, da, ja, stimmt. Ja. Und wie gesagt, die 37 ist meines Erachtens erntereif mit Raps. Das kleine Kackfeld da unten lohnt sich dann verantwortlich gar nicht. Die 21 lohnt sich wirklich nicht. Also da habe ich nicht mal einen Drescher voll gekriegt. Die 37 lohnt sich vom Anfahrtsweg, ganz einfach aus dem Grund, weil daneben die 36 ist und oben drüber, ein bisschen links oben drüber, die 41, die uns nicht gehört, aber auch Raps, die wir komplett ernten könnten. Was soll ich da ansehen auf der 21? Gar nichts. Gar nichts? Gerade gesagt, es lohnt sich vom Anfahrtsweg her schon gar nicht. Ja, höchstens Mais halt. Aber die 37 und die 41, die gehen wir nochmal schnell ernten. Mach voll gar nichts machen, machen wir auf die 21 Mais. Ja, ich fahr los. Die 47. Ach, da reicht der noch. Ach, die 47 gehört auch noch uns, ist fertig mit Weizen übrigens. Ist das eine dumme Feldverteilung? Es wird Zeit, dass wir 44, 45, 46 kaufen. Haben wir noch einen Anhänger frei? Ja, es muss noch einer da sein. Der Deichsel. Nee, der ohne Deichsel. So. Deichsel haben sie alle. Drehschemel, meinst du? Ja, gut. Ja, ja, naja. Krasse Horrorgeschichte im letzten Part, Leute. Also wer den nicht gesehen hat, ne, schaut auf jeden Fall mal rein. In die gestrige Folge. Schaurig, muss man echt so sagen. Nicht von schlechten Eltern, ey. Dass das schon für welche gibt. Da habe ich auch immer, dass es, was so auf diesem Thema mal so ein bisschen bleibt oder da so in eine andere Richtung geht, das ist auch so eine Sache, wo ich sagen muss, da habe ich auch Angst davor, ne? Ja. Vor so einem, dass mal einer ins Haus einbricht und so der Familie halt und so, ne? Das ist schon so. Ach so. Ja, aber wie wahrscheinlich ist das denn? Also jetzt mal ganz ehrlich, Tino. Naja. Ja gut, wie wahrscheinlich ist es im Lotto zu gewinnen? Einen trifft es immer. Das stimmt. Einen trifft es immer, definitiv. Aber da würde ich mir trotzdem keine Gedanken machen. Also Wieso, dass ich mir jetzt Gedanken mache? Nur weil ich unten im Hof eine Selbstschussanlage habe und einen Miet? Spaß. Ja. Nee, aber das wäre schon so, das wär schon krass irgendwie. So einer ins Haus einbricht. Was sagst du? Die hast du aber auch nicht mehr, deine Anlage. Wo ich dich vor 2 Jahren besuchen gekommen bin mit Klicki, ich bin da gestürzt und bin auf irgendwas draufgefallen, es ist kaputt gegangen. Nee, nachdem du da warst, habe ich die erst einbauen lassen. Also, da hab ich mir so gedacht, wenn der nochmal kommen sollte. Es war aber auch spielend einfach, komplett maskiert auf dein Grundstück zu kommen. Aber der hat mir bis jetzt noch nicht das Passwort für seinen YouTube-Kanal gegeben, weil ich würde dann so ein Abschiedsvideo für Randy machen und halt sagen, ja Leute, kommt da drüber, könnt ihr weiter Videos gucken. Willst du dann im Knast den's machen oder was? Warum? Bevor du Randy aufisst oder was? Alter, so eine Gefriertruhe habe ich nicht. Da ist ein ganzer Keller. Einen Keller habe ich ja, das Scheiße, ist richtig. Das muss ich ja erst grubbern hier. Habt ihr, schaut ihr auch so Horrorfilme oder sowas? Boah, ich liebe Horrorfilme. Ehrlich? Hast du, kennst du den Horrorfilm? Da muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin ja eigentlich so auch so ein Horrorfilm-Liebhaber, ne? Aber es gab schon so welche, wo ich dann so gedacht habe, scheiße, hättest du lieber nicht geguckt. Wo es dann ich so, mag das
ich mag das Gefühl, wenn man Horrorfilme guckt und man kriegt Angst. Dieses, ja, genau. Ja. Das ist irgendwie so dieses... Ich finde es halt cool, dann so irgendwie... Jean guckt halt... Die hasst Horrorfilme wie die Pest. Aber ab und zu, wenn ich sie dann überrede, doch mal einen mitzuschauen und sie sich dann so rankuschelt, man guckt halt so zu zweit, das ist halt schon cool. Aber... Ich bin ja so ein bisschen abgestumpft. Ich weiß nicht, also... Das Wort laut. Kennst du den Film Sinister? Ja, sicher. Sinister, kennst du? Ja, ja. Den fand ich krass. Der war geil, ja. Den habe ich, muss ich sagen, wo ich den gesehen habe. Ich habe den überhaupt nicht gekannt und nix. Und habe den halt geschaut. Den fand ich richtig gut. Also wirklich richtig gut. Von der ganzen Story und alles. Und das Ende war auch so voll der Flash nochmal. Ja. Und da hatte ich schon eine Angst. Also muss ich ehrlich zugeben, da hatte ich echt Angst. Warte mal. Ihr erntet jetzt... Jetzt 41. Ist da jetzt schon ein Anhänger? Weil wenn nicht, komme ich mit einem hin. Nee, mach mal. Komm mal. Ich komm mal. Ja, Sinister. Also der war schon... Das war schon geil. Da kam ja der zweite Teil im Kino, ne? Ja. Aber den habe ich noch nicht gesehen. Hast du den schon gesehen? Ja, der ist aber nicht so tolle wie der erste. Oh, schade. Am Fortsetzung. Nicht immer. Also, nicht immer, ist, aber öfters. Das ist genauso wie, ich habe ganz gern diese Paranormal Activity. Den ja. Film habe ich so gefeiert, weißt du? Und jetzt ist doch schon, glaube ich, der 8. Teil von raus und jetzt kommt da hier, ach. Ja, das ist ausgelutscht. Das ist einfach ausgelutscht, weil das Paranormal Activity gab es so gesehen in dem Format ja noch nicht. Ne? Und deswegen, das war was Neues. Und deswegen war das natürlich geil, ne? Ja. So, und da haben das die Leute gefeiert. Aber im Endeffekt ist es ja immer wieder dasselbe jetzt, ne? Genau. Mhm. Das war genau wie Saw. Alter, Saw, der erste Teil, hat ein Kumpel zu mir gesagt, Junge, ich habe einen Film geguckt, ey, den müssen wir uns nochmal zusammen reinziehen. Da haben wir zu Hause Saw geguckt. Alter, ich war so geflasht von dem Film. Ey, das war der Obershit, wo der rauskam. Weil das hat man nicht gekannt, weißt du, das gab's nicht. Genau. So, und dann das Ende, ey, Alter, ich saß nur mit offenem Mund da. Ich bin mit offenem Mund nach Hause gelaufen, ey. Ich muss dich gar nicht begreifen, ey. Da steht der Typ in der Mitte auf! Ja, genau. War der das? Ja. Darf er das? Also hat er sich die ganze Show so aus dem Kellerraum da reingezogen, weißt du? Ey, das ist der Obershit. Alter, da habe ich echt so gedacht, boah, das gibt's gar nicht. So, und da habe ich aber dann wirklich mit so umso mehr Teil, umso lächerlicher wurde das Ganze. Genau. Wobei man sagen muss, der war relativ konstant. Also ich fand natürlich, da waren zwischendurch Teile, die waren nicht so gut. Aber man konnte es ja anschauen. Ja. Genau, ja, das sehe ich genauso. Also sie haben es nicht ganz versaubeutelt, aber es war halt immer wieder dieselbe Leier. Gut, die Story ging auch immer wieder weiter, muss man dazu sagen. Aber wo dann im Endeffekt der eigentliche Typ tot war. Ne? Ja, genau. Und dann hat es der weitergemacht, da hat es der Bulle weitergemacht, dann hat es die Alte weitergemacht. Ach, das war doch alles nur noch Kindergarten dann. So viel. Aber der zweite und dritte waren auch noch relativ gut, da wo sie dann in diese Spritzen greifen musste und so, das war schon ziemlich das eklig. Das zweite und dritte, ja. Da gab es 10, Alter, das war echt... War nicht so schön. Aber, Stimmfreiheit nach der Zeit. Welche Filme ich noch geschaut habe, jetzt erst letztens, war Grave Encounters 1 und 2. Er sagt mir jetzt nichts. Das war... Ist nicht schlecht gemacht, ist auch so ein bisschen auf Paranormal Activity mäßig, aber finde ich eine Nummer härter. Und wer halt auf sowas steht und so, aber es war nicht schlecht, kann man sich angucken, aber ich muss halt teilweise auch ein bisschen schmunzeln, das darf beim Horrorfilm nicht passieren. Das stimmt. Welcher das kommt drauf an, also... Aber wisst ihr, bei welchem Film ich auch richtig Schiss hatte? Welchen? Bei Wrong Turn, wo der rauskam. Boah, ja, auf jeden Fall. Der war so richtig kopfig. Ja. Ja. Gibt's auch mehrere Teile, oder? 3, glaube ich, ja. Also Wrong Turn war auch krass. Ist das das mit dem Behinderten? Also mit dem Mutierten, oder? Mit dem Mutierten im Wald. Ja, ja, alles klar, ja. Und da gab's ja aber noch dann quasi in den Bergen, The Hills Have Eyes. Ja, der war aber auch gut, der erste. Der war auch gut. Und dann gibt's das Ganze aber auch noch im Schnee. Und der heißt Frostbite, glaube ich. Aber kennt ihr den originalen The Hills Have Eyes? Weil ja, den habe ich zuerst gesehen, weil ich mich verklickt habe. Original weiß ich nicht genau. Es, glaube aus... Bietet schon mal in den 70ern. 70ern, ach so, okay. Genau. Also ist das eine Neuverfilmung in dem Sinne? Oder nach? Ja, ja. 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 Mhm. Ja.
Aber wie gesagt, Wrong Turn, der, den fand ich schon krass, wo ich den das erste Mal gesehen habe. Hups, war da drinne. Kennt ihr die Filmreihe Rack? Ja. Also wurde Rack jetzt auch neu verfilmt, jetzt heißt das Quarantäne. Okay. Aber Rack ist besser, das ist die spanische Variante. Genau, ja. Kenn ich nicht, nein. Den musst du dir mal reinziehen. Einfach nur Rack, wie also R-E-C, wie Record. Ach, Rack! Also ich habe jetzt gedacht W-R-E-C-K. Nee, also, nee, Rack. Das Wrack. Ha, okay. Get Rack. Naja, get Rack. Ah, nee, das war ja R-E-C-K. Okay. Na egal. Ja, okay. Oh, in die Schaufel rein. Das ist ja doof. Ja. Um was geht's da? Da geht's darum, dass. Jetzt macht das absichtlich. Da geht's darum, dass ein. Also im allerersten geht's um ein Wohnhaus. Das wird unter Quarantäne gestellt. Also eigentlich ist es auch so eine Found-Footage-Geschichte. Wie diese anderen Sachen auch, wo halt eben Filme gefunden werden, beziehungsweise wo einfach eine Filmcrew. Videoband ja, findet. Nee, also die Filmcrew ist folgendes. Die sind engagiert, die sollen einen Imagefilm über die Feuerwehr von Barcelona, glaube ich, machen. Ja. Und ja, und sie, wie gesagt, sie geht da mit auf diesen Einsatz, sie werden in dieses Haus gerufen und da ist halt noch total unklar, was Sache ist, ja. Und sie sind da in diesem Haus und sollen da irgendwas rausfinden, was da jetzt genau passiert ist. Und was aber. Und plötzlich ist das Haus abgeriegelt. Wird komplett unter Quarantäne gestellt. Mhm. Und ich will nicht zu viel verraten, weil das ist halt schon. Ne? Also einfach mal reingucken. Der ist wirklich, wirklich gut. Mhm. Ist wirklich gut. Also. Ich habe ja den Film. Welchen Film ich auch so nicht schlecht fand, war Insidious. Oh ja. Aber. Das Ende, Alter, war ja behindert hoch 10. Wo der Vater dann da in diese andere Dimension dann und so, und wenn die dann mit so einer Scheiße anfangen, da platzt mir dann immer die Krawatte, weißt du? Ja, dann öffnet sich da das Portal und. Ja, öffnet sich das Portal und dann holt er seinen Sohn da wieder raus und nee, ist klar, ne? Musst du schnell zu Ende gehen, es war kein Geld mehr da. Wahrscheinlich, aber in Insidious 2 und 3 habe ich noch nicht gesehen, die sollen auch sehr gut sein. Nachdem ich das Ende so scheiße fand, habe ich mir die anderen nicht mehr reingeguckt, weil ich dachte, jetzt geht's wieder in den Portal und. Aber die sollen eigentlich ganz gut sein, aber das Problem ist, die kosten auf Amazon Prime Geld. Kennt ihr den Film. Kennt ihr den Film White Noise? White Noise, das sagt mir was. Hey, sagt mir jetzt nichts. Was geht's da? Da vielleicht auch, aber der ist ein bisschen älter schon, da geht's um einen Typ, der. Also der White Noise ist ja diese. Also weißes Rauschen ist ja praktisch, dieses wenn du zum Beispiel von Geistern. Ja, aber weißes Rauschen nennt man auch im beim Ton nennt man, wenn du zum Beispiel was aufnimmst, zum Beispiel wenn du einen Radiosender früher, wenn du noch kein Digitalradio hast, wenn du zwischen zwei Radiosender schaltest, du hörst dann nur so ein, das ist dieses weiße Rauschen. Ja, genau, aber darum geht's halt. Tonbandaufnahmen, also du, die Idee bei diesen weißen Rauschenaufnahmen ist, dass du hergehst und eben Aufnahmen machst aus dem Nichts und dann Fragen stellst. Ist da jemand? Genau. Und so weiter und so fort. Und der Film war auch ein super geiles Beispiel, was passiert, wenn 3/4 vom Film richtig gut durchdacht und super gemacht sind und dann gegen Ende es total abstrus wird, wie du eben auch schon gesagt hast. Ja, weißt du, wo du denkst, warum macht ihr das jetzt? Warum? Ja, genau, warum? Also. Ich, wo ich noch jünger war, da sagt ein Kollege zu mir, du musst dir diesen Film, ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen, du musst dir den Film reinziehen, aber wenn ich ihn gleich sage, dann wisst ihr wahrscheinlich. Der ist saugeil, erzählt mir was vom Pferd und ich gucke ihn an, ja. Und dann sagt er zu mir, ich so, und wo spielt denn der Film? Der spielt die ganze Zeit in der Telefonzelle. Und ich gucke ihn an und ich denke mir, ach, so eine Scheiße, ne, zieh ich mir nicht rein. Irgendwann habe ich mir doch reingezogen, ich war voll geflasht von dem Film, da habe ich mir, glaube ich, 4 oder 5 Mal reingezogen. Ja, ich weiß auch, welchen du meinst. Ich weiß jetzt nicht, wie der heißt. Ich komme auch nicht drauf. Ja, genau. Ja. Nicht wie? Auflegen. Ah, nicht auflegen, ja, stimmt. Ja. Ja. Der ist aber kein Horrorfilm, aber der war echt gut. Ja. Ja, aber so Filme finde ich auch cool. Das muss ja kein Horrorfilm sein, sondern das muss einfach nur so ein Mindfick-Film sein. Was natürlich einer der größten Mindfick-Filme aller Zeit war ja zum Beispiel hier Fight Club. Das war krass. Und das war ein richtig guter Film auch, finde ich. Ja, den habe ich noch gar nicht gesehen. Fight Club. Was? Das war, aber der war echt.
Der war super geil, Fight Club. Also der war echt geil. Er sagen viele, aber ich habe ihn selber noch nicht gesehen. Da war das Ende auch so heftig. Also. Du hast jetzt eine Hausaufgabe. Bis zum nächsten Mal guckst du dir bitte Fight Club an. Und nicht vorher lesen, nicht vorher gar nichts, sondern einfach angucken. Der lohnt sich anzuschauen, der lohnt sich wirklich. Vom Namen her würde ich mal behaupten, irgendwas mit einer Kampfszene. Nee, du kennst den Fight Club auch nicht. Nee. Nicht mal. Das erste Gebot. Selbe Hausaufgabe. Sprich nie über den Fight Club. Genau. Das zweite Gebot. Sprich nie über den Fight Club. Also das ist wirklich eine Bildungslücke. Das ist Fight Club ist sogar mit Brad Pitt, Alter, Starbesetzung in dem Film. Richtig Starbesetzung. Und weiß nicht, wie der andere heißt. Helena Bonham Carter und Edward Norton. Kennt ihr die Frau in Schwarz? Nee, aber den, also ich kenne vom Titel her, ich habe noch nicht gesehen. Ja, mit dem Schauspieler von hier. Der seinen Zauberstab immer schwingt hier. Der was? Der seinen Zauberstab immer in die Kamera hält. Harry Potter. Genau, so heißt der Schauspieler. Wie heißt er jetzt? Daniel Radcliffe. Ah, mit dem. Da kennt sich Wendy wieder besser aus. Ja. Horrorfilm, ich muss gesagt, wo die SWAT-Teile habe ich halt geguckt. Dann hier diese drei Reihe hier 28 Days Later, Weeks Later und Years Later. Franz, das war diese. Oder? Amounts, genau, 28 Days, Weeks. Warte mal. Months later? Glaube ja. Es gab drei Dinger. Days. Meine Augen, es gibt drei. Days und Weeks habe ich gesehen. Ich warte seit, ich weiß nicht, 4 oder 5 Jahren schon auf den nächsten Teil mit dem. Guckst du mal, ob es den gibt. Aber Tino, du darfst abbonnen, ne? Ich habe dir den Anhänger hingestellt. Ah, die waren auch nice. Weil ich wollte mal die Schaufel, weil das Problem ist jetzt mal, wenn ich die Schaufel mit der Schaufel drunter fahre, ja. Ja, aber wie gesagt, sicher, müsste mal gucken, weil ich habe dann eigentlich auch eine Fortsetzung von irgendwas gehört. Ich glaube, dem von Monaten auf Jahr. Da muss ich mir dann weiß ich, was ich auf jeden Fall da angucke. Kann es sein, dass sie die eingestellt haben? Nee, du guckst Fight Club. Ja, okay, Fight Club. Nein, den guck erst mal Mons, wenn es den gibt. Ich stehe auf Zombie-Filme. Ja, ne, ich mag das so mehr, wenn so menschlicher Verfall. Ja, genau, so. Also welcher Film auch richtig hardcore geil war, und wir sind aber auch schon drüber, ist I Am Legend. Oh, der war auch nice. Der war echt gut, fand ich. Da gibt's ja verschiedene Enden, wa? Weißt du das? Nee. Ja, da gibt's verschiedene Enden. Legend, das war doch eher mit Will Smith, oder? Ja, und dem Hund und so. Boah, ich hab einen Hund. Da hab ich fast geheult, wo er den Ohren. Ja, ohne Witz. Na gut, in diesem Sinne, haben die Rinne. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ne, Däumchen da lassen, schaut bei den anderen vorbei. Schreibt mal, was ihr für Filme so geil findet in die Kommentare, ne? Was so eure Lieblingsfilme sind, was euch geflasht hat. Vielleicht ist da ja für uns auch was dabei, was wir uns noch anschauen können. Und ja, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, meine lieben Freunde. Tschüss. Ciao.